viel zu viel nachgedacht, hat mich um den Schlaf gebracht, das Leben voll, mein Herz ist. Hinter dem Song Brauche ich dich steckt eigentlich eine ganz lustige Story, weil ich eigentlich vorhatte, einen Song zu schreiben an dem Tag, und ich habe mit Freunden auch abgemacht. Und all diese Pläne haben einfach nicht funktioniert. Alles wurde abgesagt und an diesem Tag ist einfach alles schiefgelaufen. Und ich bin frustriert nach Hause, wollte mir echt am Nachmittag schon die Decke über den Kopf ziehen und einfach, ja, einfach ein bisschen im Selbstmitleid schmollen. Und da habe ich gemerkt, das ist so eine Alltagssituation und wir stehen immer vor dieser Entscheidung, lasse ich mich jetzt deswegen echt so runterreißen, dass ich einen ganzen Tag verliere, vielleicht sogar eine Woche, oder entscheide ich mich, gerade in diesem Moment auch mal diese Bibel aufzuschlagen, was ja ein bisschen mehr kostet, als jetzt irgendwie einen coolen Film anzuschauen. Und ich habe mich, Gott sei Dank, für die Wahrheit, für die Bibel entschieden. Und mein Blick fiel auf Psalm 63, den ich auch in diesen Song verpackt habe. Und da geht es eben genau darum, wie wir in unserer schwersten Zeit, auch in so einer Alltagssituation, einfach mal entscheiden können, statt frustriert dazulegen, zu sagen, okay, Gott, genau jetzt brauche ich dich. Überrasch mich doch mit was Gutem. Und in dem Moment hat er mich überrascht mit super Ideen für diesen Song, Brauche ich dich.